Was als letztes geschah? Was ich natürlich nochmal schauen könnte, ich glaube, die da hinten. Wir gehen mal zu deren Base. Oh, was ist denn da unten? Okay. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Mein Gott. Da verschieße ich ja mehr Pfeile. So. Der rennt jetzt erstmal wieder die Steine durch. Kann man die wieder aufheben? Ja. Gut, dann haben wir sie nicht ganz verschossen. Da vorne läuft das Schweinchen. Attacke! Wir holen uns dieses Schwein. Wo ist es? Da ist es. Oh, das war der Baum. Da haben wir's. Da backt das wieder rum, ey. Oh Mann, ey. Bleib liegen. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Ja. Gut. Haben wir wieder ein paar Fleisch bekommen. Da vorne ist noch ein Pferdchen im Wald. Das holen wir uns auch gleich. Aber erstmal möchte ich hier hingehen, um euch zu zeigen, welche Base uns da so gut bereichert hat mit Zeug. Habe ich überhaupt noch Platz im Inventar? Überhaupt nicht, ey. Warum renne ich hier eigentlich hin? Ich wollte noch ein bisschen Loot mitnehmen. Da haben wir noch ein Pferd. Ich glaube, ich nehme lieber ein paar. Ich gehe jetzt so jagen. Scheiß drauf. Ihr habt die Base gesehen. Das ist die, die da steht. Oh, Kacke. Headshot. Gucken wir mal. Lauf! Wo ist er hin? Ich sehe das Pferd nicht mehr. Ja. Die Viecher, die laufen schnell weg. Die sieht man dann schnell nicht mehr. Scheiße. Da vorne ist ein anderes. Aber ein anderes ist Kacke. Ich wollte dasselbe haben. Und? Haben wir es getroffen? Nee, zu weit geschossen. Schade. Das hätten wir gut treffen können. Nice Shot. Das war eher Glückssache. Richtig geiler Schuss. Traum. Aber wenn das Ding jetzt auch noch liegen bleibt, dann können wir das auch... Hey, das ist ja auch weiß. Vielleicht war das doch das Pferd, was wir gerade... Hat das einen Kopfschuss? Nee, das hat keinen Kopfschuss. Alter, richtig geil. Aber das buggt schon wieder. Das hasse ich. Warum? Warum? Bleib doch mal liegen jetzt. Ich möchte meine Pfeile da rausziehen. Da buggst rum. Mensch. Gib mir meinen Pfeil. Ja, flieg weg. Genau. Meine Fresse. Ja! Bleib liegen! Oh, geil. Ein Pfeil. Okay, weiter. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das bei noch keinem gesehen, dass das so rumbuggt. Bei mir buggt es so rum. Warum geht das nicht? Warum kann man dieses Pferd nicht pflücken? Pflücken. Scheiße. Wie viel Prozent Akku haben wir noch? 78. Seit 2 Tagen. Nice. Ich habe immer so einen neuen Akku für mein Handy gegönnt. Und der hält jetzt schon seit 2 Tagen und ist immer noch auf 78%. Muss mal schauen, wie lange der noch so hält. Schauen wir mal, die Tür ist noch offen. Das hat mich gerade vor dem Ding erschrocken, ey. Schlüssel brauchen wir nicht. Mit Schlüssel ist nämlich kacke, weil wenn wir jetzt hier den Schlüssel nehmen, ich weiß zwar nicht, welcher das ist. Kohle brauchen wir, glaube ich, für sowieso nichts anderes. Jetzt haben wir hier 2 Schlüssel. Und jetzt können wir nämlich die Tür zumachen, weil wir den Schlüssel haben. Deswegen benutzen wir bei unserem Haus keinen Schlüssel, sondern den Code. Den kann man nicht einfach so knacken. Haben wir noch oben irgendwas? Öffnen. Nochmal mit... Alter. Scheiß auf Knochen. Metall. Ich finde, an sich ist dieses Spiel ein bisschen zu hell. Also das hätte man nicht so hell machen brauchen. Oder war es doch nicht das Pferd, was wir vorhin gejagt haben? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Die weißen Pferde kann man nicht farmen. Das ist, glaube ich, jetzt mir klar geworden. Die weißen Pferde sind nicht farmbar. Egal. Ich weiß nicht, was schmeißt denn der weg? Ist das nur diese Sulfurkacke? Nee, Metalohr. Ich brauche Metalohr. Oh, was kann ich denn jetzt hier wegschmeißen? Kohle. Weg damit, da haben wir noch genug zu Hause. Metalohr ist wichtiger. Ich nehme jetzt schon 40 Minuten auf, aber so krass. Was ist denn das? Ach, Steine. Steine sind nicht in der Tüte drin. Die sind einfach so lose. So, jetzt haben wir hier haufenweise Steine und ich brauche keinen Speer. Ist er tot? Ja, ist er. Ja, weil hier kriegt man es nämlich wieder rausgehauen. Wenn man es trifft. So behindert, ne? Wie kann man das so machen? Was für ein behindertes Ragdoll-Modell ist das bitte? Was haben wir jetzt da zu liegen? Bone Fragments brauchen wir nicht. Bone Fragments. Und was liegt da? Auch Bone. Ist noch unwichtig. Das wird, glaube ich, später erst wichtig, wenn es überhaupt wichtig wird. Jetzt ist mir erstmal wichtig, dass wir haufenweise Fleisch haben. Und das haben wir jetzt so ein bisschen was. Trinken weiß ich nicht, wie man das bekommt. Ich meine, ich habe hier so ein Ding, aber ich weiß nicht, wie man es auffüllt. Animal Fett haben wir jetzt wieder eine Menge. Können wir die Steinbohrer wieder anhaben? Eine Weile.
So, dann laufen wir mal zurück zur Base, schauen an, was uns der Steinbohrer noch so gegeben hat. Und dann würde ich auch mal sagen, dass das erstmal reicht. Weil dann sollte das Haus ja eigentlich komplett steinig dann sein. Wie viele Pfeile haben wir noch? 5. Das sollte eigentlich reichen, um dieses Pferd, dieses Prachtexemplar von Pferd. Hinterher, bevor es uns wegläuft. So. Oh, ohne Bugs, oder was? Krass, cool. Geschlechtsteile. Schön. Erstmal fett draufschlagen. Da ist er instant weggespawnt. Okay, Bone Fragments brauchen wir nicht. Gut, jetzt haben wir aber, glaube ich, genug gesagt. Ich weiß, dass da noch ein Schweinchen war. Ich hoffe, ich rede nicht zu leise. Wenn ich mir das links so angucke mit Audacity, sieht schon ein bisschen ruhig aus. Ich hoffe es nicht. Wenn nicht, dann muss ich es ein bisschen lauter machen. Aber dann hört man das Rauschen so doll. Ah, egal. Ist schon spät bei mir. Obwohl, so spät ist es gar nicht. 8:30 ist nicht spät. Aber egal. Maschine arbeitet immer noch. Die hat jetzt die ganze Zeit, währenddessen wir unterwegs waren, fleißig gearbeitet und hat, ach du Scheiße, jede Menge Stein. Muss ich sogar zurücklaufen, erstmal Stein ranbauen und dann neue Stein holen. So, Stein, Stein, Stein. Können wir nochmal Stein? Stein. Aber nochmal geht nicht, oder? Doch. Aber nochmal nicht, oder? Doch. Krass, Alter. Ist das ganze Haus jetzt hier instant aus Stein? Lol. Warte mal, was habe ich jetzt geupgradet? Okay, jetzt haben wir erstmal keinen Stein mehr. Krass. Ja, das Haus ist jetzt Stein. Cool. Stellen wir dann noch Stacheln drumrum gleich. Okay, der Stein liegt da noch. Oh, den wollte ich nicht. Ich wollte den. So, jetzt. Gut, und dann würde ich auch sagen, reicht das hier mit den Steinen? Und dass die uns dann nicht das hier klauen. Wo lege ich denn das hin? So. Machen wir das noch Stein. Kann man das noch upgraden? Zu Stein. Ist das jetzt ein Stein? Ich weiß es nicht. Jetzt ist es. Au. Okay. Ah, ich glaube, das tut weh. Das ist gut so. Das soll es nämlich wehtun. Bauen wir uns noch ein paar mehr. Wie viele kriegen wir davon hin? 5 Stück. Das ist gut. Das dauert jetzt eine Weile. 1:56. Das Schöne ist, die Bäume, die spawnen nach. Aber ich glaube nicht immer so, wie sie waren. Sondern immer an verschiedenen Stellen. Aber halt so, dass die Area wieder ein bisschen gefüllt ist mit Bäumen. Finde ich an sich auch cool. Könnte man dann aber auch noch so einfügen, dass die Bäume erst wachsen. Aber ist auf jeden Fall schon mal besser gelöst als in Stranded Deep. Da wächst ja nichts nach. Da muss man ja dann von einer Insel zur nächsten schwimmen, um dann ein paar Bäume zu kriegen. Und das dauert ewig, wenn man keine Hex benutzt. Oh, das Haus ist nur noch gar nicht ganz Holz. Da ist nämlich noch kein Holz. Stein. So, aber was ich jetzt nochmal machen kann, währenddessen meine... Ach, die Barrikaden, die bauen ja auch noch. Die müssen wir ja auch noch craften. Dann haben wir noch 700 Holz. Also das bringt... zieht verdammt viel. Und 50 hey, Klos. Und dann werde ich auch noch angestupst. Ist denn der gute Krog fertig? Ich weiß gar nicht, ob der Krog jetzt in meinem Channel ist. Doch, ist er. Ja. Ja, ich bin immer noch fleißig am Aufnehmen. Das ist sehr schön. Ja, schon 50 Minuten jetzt. Ich komme einfach nicht von diesem Spiel weg, ne? Ich wollte einfach mal nur Hallo sagen. Hi. Hallo. Was geht? Nix. Ah, bei mir auch nicht. Außer natürlich, na, das Übliche halt, ne? Hab gerade ein bisschen was aufgenommen. Ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal hier die Steinmaschine anschmeißen. Obwohl, erstmal die diese Barrikade hier. Nice. Gut. Das Ding... Also die Stacheln, die könnten gefährlich werden, glaube ich. Da renne ich ja manchmal selber schon fast gegen. Warum bist du aus? Geh doch mal an. Oh, das ist zu viel verlangt, du Arschloch. Boah, ist das viel. Viel zu viel. Dann müssen wir uns hier nochmal kurz eine Kiste bauen. So, da können wir auch gleich mal gucken, was so neue Klamotten bringen. Bin schon 12 Stunden im TS. Okay. Ich? Ich weiß, dass ich vorhin einmal die Verbindung verloren habe vor ein paar Stunden. 21:59. Also, fast 6 Stunden. Was ist das? Candlehead. Man kann sich einen Helm bauen, der eine Kerze obendrauf hat. Oh Gott, als ob. Was gibt's noch so? Burlap-Shirt, was habe ich denn jetzt? Burlap-Shirt, Burlap-Hat, Burlap-Pants, Burlap-Schuhe. Und das, was es heißt, sind so Unterklamotten oder was? Oder Drüberklamotten? Urban. Urban? Die sieht interessant aus. Die crafte ich mir mal, die Schuhe. Und die Hose auch. Wolf-Hat-Dress. Ach, man kann sich aus den Knochen dann wieder einen ganzen Wolfs... Alter, wie cool ist das denn bitte? Gut, wenn das dann gebaut wird... Also wo wir auf jeden Fall ein Problem haben werden, die werden uns hier so reinsnipern. Das ist nicht mehr schön.
Gut, und dann baut er mir jetzt die Leiter und dann baut er dieses Fuel und dann baut er mir die Schuhe. Was sagt die Maschine so? Nice. Haben wir auch wieder ein paar Steine rausbekommen. Das Spiel ist so schön. Okay, da haben wir auch noch keine Steinwand. Oder haben wir da Stein und rechts keinen Stein? Ich weiß gar nicht den Unterschied jetzt. Okay, wir haben da rechts keinen Stein, oder? Ja. Ja, gut. Können wir da nochmal ein bisschen Menschenfleisch essen. Ah, Menschenfleisch bringt aber nicht so viel Nahrung. So. Man merkt, dass diese Wand da nicht reingehört. Das ist die falsche, glaube ich. Okay, die Leiter ist fertig. Können wir die jetzt hier anbringen? Ja, perfekt. Genau dahin. So. So, unsere Stiefel sind auch gleich fertig. Dann haben wir noch die Hose und dann würde ich auch sagen, war's das erstmal. Weil dann sollte ja auch alles von dem Haus geupgradet sein. So, die kann er sich dann da anziehen. Nicht die da. Genau, da wird ein paar Schuhe angezogen. Also haben wir bloß noch diese eine Ecke da mit Stein und dann ist es eigentlich fertig. Okay, Hose ist auch fertig. Ah, die Hosen sehen schon um einiges anders aus. Er wird schon dieselbe Hose haben, oder? Kann man ihm die zwei anziehen? Nee, die ist, glaube ich, besser hier. Sogar noch die schlechte Hose gehabt. Das kann man auch noch zu Sheet Metal. Ja gut, aber dann würde ich erstmal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Das war dann jetzt mal hier eine Runde Rusty, dann geschnitten wird wie ein Weltmeister. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und abonnieren nicht vergessen. Genau. Und liken natürlich. Und kostenlos abonnieren. Ja, stimmt. What, are you supposed to trust the psychopath? At least the psychopath had a plan. That's fair.